Liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Zuschauer, zum Beginn des neuen Jahres 2021 möchte ich auf diesem Wege einige Worte an Sie richten. Hinter uns liegt ein recht ungewöhnliches Jahr, ein Jahr mit vielen Einschränkungen und Grenzerfahrungen, die große Teile von uns wohl das erste Mal in ihrem Leben gemacht haben. Für uns alle ungewohnt, die Einschränkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Und die teils erschreckenden Berichte aus vielen Ländern der Welt, aus Europa wie auch aus Übersee, betreffen uns diesmal auch direkt. Es ist nicht weit weg, wie sonst manchmal, sondern es ist bei uns vor der Haustür. Und das hat uns auf bisher unbekannte Weise auch vor Augen geführt, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir, das sind letztlich alle in der Menschheit, da kein Kontinent und kein Land von dem Coronavirus verschont wurde. Wie im Großen, so im Kleinen, auch unsere Stadt hat die Pandemie fest im Griff gehabt, mit einer kleinen Verschnaufpause im Sommer, wo die Zahlen dann sehr moderat waren. Aber es war eben nur die wenigen Sommermonate. Das Jahr 2020 begann zunächst ganz normal. Viele können sich von Ihnen daran erinnern. Wir haben ja immer traditionell im Januar sehr viele tolle überregionale Sportveranstaltungen in der Anhalt Arena. Und so war es auch im Jahr 2020. Wir hatten den Ford Cup, das ist das Hallenfußballturnier, den Peugeot Cup, das ist das internationale Handballturnier. Und auch den Allianz Cup, das sind die U11-Fußball-Nachwuchsspieler, die hier zum Teil mit den tollsten europäischen Mannschaften angetreten sind. Da war alles noch wie gewohnt. Wir hatten auch am 12. Januar 2020 einen sehr schönen, wie ich fand, Neujahrsempfang mit vielen prominenten Gästen, einem wunderschönen Konzert der Anhaltischen Philharmonie. Und wie auch in den Vorjahren war dieser Neujahrsempfang sehr gut besucht. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben daran teilgenommen. Wir mussten uns schweren Herzens entscheiden, im vergangenen Jahr auf einen Neujahrsempfang in 2021 zu verzichten, weil es keinen Sinn macht. Auch viele andere Neujahrsempfänge, die ansonsten immer den Jahresbeginn geprägt haben, von vielen Institutionen, Kammern und Verbänden, werden auch nicht stattfinden. Ja, auch das Kurt-Weill-Fest im Jahr 2020 wurde zunächst, wie geplant, am 28. Februar eröffnet. Eine sehr schöne Eröffnungsveranstaltung, aber nach etwa zwei Drittel des absolvierten Programms fiel auch das Kurt-Weill-Fest dem Coronavirus zunächst zum Opfer. Und das waren schon die ersten spürbaren Einschnitte, die wir im gesellschaftlichen Leben zu verzeichnen hatten. Noch zur Eröffnung des Kurt-Weill-Festes am 28. Februar wurde eine Büste für Kurt-Weill im Foyer des Anhaltischen Theaters enthüllt. Es steht dort jetzt ständig. Anlass war am 2. März 2020 der 120. Geburtstag des Komponisten Kurt-Weill. Und bei der Büste handelt es sich um ein Werk der Künstlerin Anna-Maria Schwarzbach, die auch zur Enthüllung selbst anwesend war. Und diese Büste wurde komplett aus Spenden finanziert. Sehr schmerzhaft war dann der Verlust der Tage der Chor- und Orchestermusik in Dessau-Roßlau. Der zuständige Bundesverband hatte unsere Stadt als Austragungsort einer Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, vorgesehen. Wir hatten bis ins Letzte alle Programmschritte durchgeplant und organisiert. Der Bundespräsident hatte sein Kommen angesagt und kurz bevor das Festival hätte stattfinden sollen, musste es dann doch abgesagt werden.
Das größte Amateurmusikfestival in Deutschland konnte also in diesem Jahr nicht bei uns stattfinden. Besonders bemerkenswert an dieser Veranstaltung ist auch, dass Auszeichnungen, hohe Auszeichnungen verliehen werden. Die Zelter-Plakette für Chöre und die Pro-Musica-Plakette für Orchester, die allerdings nur im Amateurbereich spielen. Also es geht nicht um professionelle Musiker, sondern es geht eindeutig um Amateurmusiker. Es hat mich vor wenigen Tagen die Nachricht erreicht, dass die Veranstaltung hier in Dessau-Roßlau nachgeholt werden soll im Jahr 2022. Und ich freue mich sehr, dass wir dann doch noch einmal eine Chance haben, unser reiches Musikleben, was wir hier in der Stadt haben, zu präsentieren, zu zeigen und natürlich auch den Bundespräsidenten hoffentlich zu Gast zu haben. Eine wichtige Veranstaltung auch im Kontext des Kurt-Weill-Festes war die Verleihung des Moses-Mendelssohn-Preises 2020. Alle zwei Jahre verleiht die Moses-Mendelssohn-Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften, eine wiedergegründete Stiftung, die es in den 20er Jahren hier in Dessau-Roßlau schon einmal gab. Dieser Preis konnte an Professor Willi Götschel verliehen werden, der an der Universität von Toronto, also in Kanada, arbeitet, sehr viel zu Moses Mendelssohn geforscht und publiziert hat und seit etwa drei Jahrzehnten in Nordamerika lebt. Er ist eigentlich Schweizer Staatsbürger, ist aber schon seit langem dort tätig und sein bevorzugter Forschungsgegenstand ist eben, wie bereits gesagt, der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn aus Dessau, der als deutscher Sokrates bis heute in den Geisteswissenschaften lebendig ist. Ja, wenige Tage später erreichten uns die ersten Infektionen. Am 3. März fand die erste Beratung unter meiner Leitung des Pandemiestabes statt. Zunächst noch in etwas verkleinerter Zusammensetzung. Und am 18. März hatten wir dann eine große Pressekonferenz im Ratssaal gemeinsam mit der Klinikleitung unseres städtischen Klinikums, wo wir berichtet haben, wie der Stand ist, was wir an Maßnahmen vorhaben zur Eindämmung der Pandemie, zu den Grundlagen, die das Land geschaffen hat. Über Wochen hin gab es dann tägliche Beratungen des Pandemiestabes, in dem also die Klinikleitung, die Berufsfeuerwehr, das städtische Ordnungsamt und andere Vertreter dort mitsitzen. Wir haben täglich Pressemitteilungen herausgegeben, die bis heute tagesaktuell über die Lage informieren. Und so wird es auch zurzeit immer noch gehandhabt. Wir hatten uns dann entschlossen, um der Wirtschaft nach unseren Möglichkeiten, nach unseren finanziellen Möglichkeiten Unterstützung zu gewähren. Wir hatten eine Liquiditätshilfe für Kleinstselbstständige, Soloselbstständige aufgelegt und wir hatten immerhin eine Summe aus dem städtischen Haushalt von insgesamt 700.000 Euro freigelenkt und haben also etwa 700 Unternehmer mit jeweils 1.000 Euro dann bedenken können. Es wurde sehr gut angenommen. Wir sind sehr stark mit Anträgen bedient worden und wir haben dann auch später nochmal aufgestockt. Wir werden voraussichtlich jetzt kein zweites Mal eine solche Hilfe auflegen können, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten in unserer Stadt nicht da sind. Jedenfalls derzeit sehe ich leider keine Möglichkeit, aber der Bund hat ja angekündigt, jetzt weitreichende Unterstützungsprogramme für die Unternehmen aufzulegen. Trotzdem haben wir auch in anderer Art und Weise unterstützt. Hier muss ich insbesondere die Stadtmarketinggesellschaft nennen, die mit einer Plakat- und Flyer-Aktion zur Unterstützung des heimischen Handels und der heimischen Gastronomie aufgerufen hat.
eine sehr positive Sache im Sommer, als die Zahlen dann doch über Wochen und Monate etwas abgeklungen waren, war die Gartenreich-Lounge. Die Stadtmarketinggesellschaft hatte dann im Frühsommer entschieden, Stadtmöbel anzuschaffen mit entsprechender Begrünung, diese auf die Zerbster Straße zu bringen und auch einen gewissen Etat aufgebracht, um insbesondere Amateurmusiker hier in der Zerbster Straße spielen zu lassen. Ich war selbst bei vielen dieser Veranstaltungen in den Abendstunden anwesend. Es war eine unglaublich schöne Atmosphäre mit Musik verschiedenster Art. Das Wetter hat sehr gut mitgespielt im Sommer und auch die heimische Gastronomie in der Zerbster Straße hat davon erheblich profitiert. Und diese Veranstaltungsreihe wurde dann nicht nur Corona-bedingt, sondern auch witterungsbedingt, denn Mitte September etwa dann eingestellt. Das war auch so vorgesehen und wir hoffen, dass wir im Jahr 2021, jetzt in dem jetzt begonnenen Jahr, diese Veranstaltung fortführen können. Ein Höhepunkt hier im städtischen Leben war der 16. Juni. An diesem Tag fand eine auswärtige Kabinettssitzung unserer Landesregierung hier im Rathaus von Dessau statt. Sie diente auch der Verabschiedung der bis dahin amtierenden Bausdirektorin Frau Dr. Perrin, aber befasste sich insgesamt mit dem reichen kulturellen Erbe unserer Stadt und natürlich deren Finanzierung. Es ging um Unterstützungsleistungen, die das Land erbringen kann, uns bei der Bewahrung, bei der Pflege des reichen Weltkulturerbes zu unterstützen. Es gab dort keine ganz gravierenden Zusagen oder Änderungen, aber ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, die Sensibilität der Landesregierung für diese Dinge zu stärken, aber auch bestimmte Infrastrukturmaßnahmen waren im Fokus dieser Besprechung. Soweit nochmal ein durchaus bemerkenswertes Ereignis. Im Sommer ereilte uns dann aber auch eine für unsere Innenstadt insbesondere ganz schlechte Nachricht, denn es wurden die Pläne des Karstadt-Konzerns bekannt, hier den Standort im Dessauer Rathaus Center zu schließen. Wir haben uns dann intensiv bemüht, zu den Entscheidungsträgern Kontakt herzustellen. Wir haben viele Briefe geschrieben. Es gab offensichtlich bei der Karstadt-Führung in Essen keinerlei Interesse, mit uns über die Weiterentwicklung dieses Standortes, dieses Warenhauses zu geben oder überhaupt mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich hatte dann ein längeres telefonisches Gespräch mit dem Insolvenzverwalter, der wenigstens bereit war, mal ausführlich über die Dinge zu sprechen. Aber auch hier war kein sichtbares Bemühen erkennbar, den Karstadt-Standort doch noch zu erhalten. Wir haben dann gemeinsam mit dem Stadtrat noch und dem Betriebsrat von Karstadt verschiedene öffentliche Aktionen durchgeführt, aber auch die führten nicht zu einem Einlenken des Konzernvorstandes. Wir werden jetzt sehen, wie das weitergeht. Allerdings ist wohl mit dem Schlimmsten jetzt zu rechnen, dass wahrscheinlich nach Ablauf des Monats Januar die Schließung erfolgen wird. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Vielen wird dieser sogenannte Vollsortimenter, also ein Warenhaus mit einem ganz breiten Angebot, das wird uns allen fehlen. Und ich kann nur hoffen, dass das Center Management dann entsprechend neue Pläne hat, dann die frei werdenden Verkaufsflächen wieder zu füllen. Das wird schwer werden, aber ich hoffe, dass es uns gelingt, die Innenstadt trotzdem wieder neu zu beleben. Ja, eine Veranstaltung, die schon seit Jahren insbesondere das sportliche Geschehen in unserer Stadt prägt, konnte dann
nach Terminverlegung trotzdem durchgeführt werden, und zwar das internationale Leichtathletik-Meeting konnte dann am 6. September erfolgreich im Paul-Greifzu-Stadion durchgeführt werden. Da schon mit Abstand und mit Maske, aber es war eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Wir haben wieder Weltbestleistungen dort live erleben können, wie die Weitspringerin Malaika Mihambu, die über 8 Meter gesprungen ist, und auch in anderen Disziplinen konnten wirklich Weltbestleistungen wieder gesehen werden. Und ich war sehr froh, dass es uns gelungen ist, diese Veranstaltung dann noch zu retten. Ein weiterer großer, eher politischer Höhepunkt in unserer Stadt war der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober. Und wir hatten eine Festveranstaltung. Manche von Ihnen haben sie vielleicht mit besucht auf der Zerbster Straße mit einer großen Bühne. Der Ministerpräsident Dr. Haseloff war anwesend. Wir haben diesen Jahrestag begangen. Ganz würdig, wie ich meine, die Anhaltische Philharmonie hat musikalisch dazu beigetragen. Und es gab natürlich noch einen besonderen Höhepunkt, und zwar die Aufstellung eines Denkmales für denjenigen, der die deutsche Einheit erst einmal möglich gemacht hat und ohne dessen Perestroika und Glasnost wohl in ganz Osteuropa diese Reformbemühungen nicht zustande gekommen wären, nämlich Michail Gorbatschow. Und ich kann nur noch mal Dank sagen an meinen Vorvorgänger, an den Oberbürgermeister AD Hans-Georg Otto für sein Engagement, der rein aus privaten Spenden dieses Kunstwerk des hallischen Bildhauers Bernd Göbel ermöglicht hat. Das war ein schöner Moment und ich freue mich immer wieder, wenn ich dieses Denkmal sehe, und ich glaube, es gab ja einige Diskussionen, das ist aber völlig normal bei solchen Kunstwerken, dass uns als Stadt das sehr gut zu Gesicht steht. Ja, der Tag der Deutschen Einheit, der 30. Jahrestag, wurde natürlich auch mit der Partnerstadt begangen, seit der seit 1988 einen Partnerschaftsvertrag kam mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Ich habe mich sehr gefreut, dass es eine Bürgerreise gegeben hat, wo also viele Bürger aus unserer Stadt dort in Ludwigshafen zu Gast waren, viele Diskussionen geführt haben, wie es mit den Umständen der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands war und natürlich jetzt auch dem, wie man so schön sagt, dem Vollziehen der inneren Einheit unseres deutschen Vaterlandes steht. Manchmal werden wir uns viel zu wenig bewusst, glaube ich, über diesen Glücksfall der deutschen Wiedervereinigung. Ja, im November gab es nochmal eine wichtige Zäsur in einem bedeutsamen Bauvorhaben. Es geht um den Neubau einer Synagoge hier am Standort Dessau. Wir konnten am 19. November die Baugenehmigung für den geplanten Neubau erteilen. Bereits nach vier Monaten Bearbeitung des Bauantrages konnte bereits die Baugenehmigung erteilt werden, und ich bin unserem Baudezernat sehr dankbar, dass es so schnell und zuverlässig dann auf dieses Ziel hingearbeitet hat. In diesen Tagen findet der Baubeginn statt. Erstmal wird es verschiedene Abrissmaßnahmen geben und dann im Frühjahr, glaube ich, wird dann mit dem eigentlichen Neubau begonnen, und ich freue mich sehr, wenn dieses architektonisch sehr ansprechende Gebäude dann auch für die Menschen, die vielleicht nicht konfessionell gebunden sind, wenn von diesen Menschen das auch eine Aufwertung des Stadteingangs Ost und überhaupt unseres Stadtbildes verbunden sein wird. Und es ist besonders schön, dass wieder jüdisches Leben, nachdem die Nationalsozialisten in der sogenannten Reichskristallnacht am 9. November 1938 diese Synagoge komplett zerstört haben und alle Gemeindemitglieder verschleppt und die meisten auch umgebracht haben, dass wir jetzt wieder jüdisches Leben in unserer Stadt haben. Ja, dann begann die Weihnachtszeit.
Wir hatten ursprünglich geplant, einen richtigen Weihnachtsmarkt hier wie immer auf der Zerbster Straße zu errichten. Aber es war schon dann frühzeitig klar, dass es dazu nicht kommen wird. Wir haben dann gesagt, es muss einen Ersatz geben. Wir hatten uns dann für die Errichtung eines Weihnachtsdorfes, wie wir es genannt haben, entschieden. Also deutlich abgespeckt, ohne Bühne, ohne Live-Musik, mit nur wenigen Ständen, aber mit einer ganz gelungenen Illumination, wie ich finde. Und das konnte dann wenigstens einige Tage noch wirksam sein. Und wir haben viel Zuspruch von der Bevölkerung bekommen für dieses Vorhaben, was wir immer in enger Absprache mit dem Pandemiestab, aber auch mit dem Betreiber Dirk Merkel zusammen bearbeitet und besprochen haben. Ich bin auch Herrn Merkel sehr dankbar für seine Geduld, für seine Risikobereitschaft, hier für die Bürgerinnen und Bürger unserer Doppelstadt und auch regionaler Besuche zu tun. Allerdings spitzte sich ja die Lage dann wieder zu und nach dem strengen Lockdown konnten wir natürlich auch dieses Weihnachtsdorf nicht mehr betreiben, obwohl wir vorher mit strengen Zugangskontrollen dafür gesorgt hatten, dass dort die Infektionsgefahr wirklich sich in überschaubaren und, wie ich meine, vertretbaren Grenzen hielt. Aber das war dann natürlich nicht mehr aufrechtzuerhalten und wir haben uns deshalb entschieden, die Stände abzubauen, allerdings die Illumination jetzt noch über die Weihnachtsfeiertage zu belassen. Ja, kurz vor Jahresende hatten wir noch einige schöne Anlässe, die auch zeigen, dass auch unter Pandemiebedingungen die Stadtverwaltung weiter zielgerichtet an verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Und es war sehr schön, dass wir den Abschluss der Bauarbeiten begeben konnten im Dezember des Schlosses Georgium. Diese Baumaßnahme hat insgesamt 9 Jahre gedauert. Die Vorbereitung, wenn man die noch mitrechnet, waren es, glaube ich, etwa 12 Jahre. Und wir hatten sehr viele böse Überraschungen erlebt in der Bauphase. So sind zum Beispiel bei dem Anbau der 2 Flügel im 19. Jahrhundert erhebliche statische Fehler begangen worden, die jetzt natürlich bereinigt werden mussten. Und das hat natürlich viel Geld, viel zusätzliches Geld, was zunächst nicht eingeplant war, aber auch viel Zeitverzug bedeutet. Wir hatten uns als eine Institution mit sehr viel Expertise mit an unsere Seite geholt, die Kulturstiftung des Landes. Und ich kann nur sagen, mit dem Projektsteuerer haben wir sehr gut zusammengearbeitet, wie auch mit der gesamten Stiftung. Und nun konnte endlich die bauliche Fertigstellung dann erfolgen. Das Ganze hat etwa 15,5 Millionen gekostet. Der Bund hatte den größten Anteil bezahlt mit 8 Millionen, die Stadt 4 Millionen und das Land etwa 3 Millionen. Nun zieht Schritt für Schritt die Anhaltische Gemäldegalerie dort ein und den zeitlichen Ablauf kann man jetzt schlecht vorhersagen. Es ist in solchen Galerien vorgeschrieben, eine sehr sensible Klimatechnik, also luftfeuchte Temperatur, muss für solche kostbaren Gemälde natürlich vorgehalten werden. Und bevor sich diese Geräte eingestimmt haben, wird es noch einige Zeit vergehen. Aber wir denken, dass wir im Frühjahr dann die Eröffnung unserer beliebten Anhaltischen Gemäldegalerie dann zusammen begehen können. Wir haben auch einen neuen Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie, Herrn Ruben Rebmann, den wir jetzt vor kurzem eingeführt haben. Er und die Kollegin aus der Stadtverwaltung, die jetzt die ganzen Vorbereitungen, die Hängungen, alles soweit bearbeitet hat, Frau Willing-Stritzke, wird ihm weiter auch zur Seite stehen. Ein anderes positives Ereignis war die schon lange in Rede stehende Vertragsunterzeichnung mit der Firma GTEC zum Verkauf des Areals des Schlossplatzes. Wir hatten ja eine Konzeptausschreibung vorgenommen,
dass wir den Schlossplatz verkaufen wollen unter der Bedingung, dass dort ein Hotel errichtet wird. Es gab zwei wesentliche Anbieter, aus denen dann die GTEC als CEO hervorgegangen ist mit entsprechenden Stadtratsbeschlüssen. Wir hatten dann natürlich noch einen Bürgerentscheid, eine Bürgerinitiative hatte andere Ansichten und es kam dann zu einem Bürgerentscheid. Danach gab es dann noch Klagen vor dem Verwaltungsgericht. Das alles hat die Vertragsunterzeichnung natürlich noch etwas herausgezögert, weil ich nicht bereit war zu unterschreiben, solange die Dinge nicht klar sind. Und dann kam Corona. Und Sie können sich vorstellen, in Zeiten, in denen über Beherbergungsverbote gesprochen wird und die Tourismuszahlen nach unten gegangen sind, das ist natürlich nicht die beste Zeit, über solche Projekte zu reden. Und insofern war ich sehr froh, dass wir mit der Firma GTEC im Dezember noch zu einer Vertragsunterzeichnung gekommen sind. Der Investor steht weiterhin klar zu seinem Vorhaben und in dem Kaufvertrag sind auch genaue Fristen fixiert, wann mit dem Bau begonnen werden muss. Also ein sehr umfangreiches Vertragswerk. Der Investor, Herr Dr. Karl Gerhold, der geschäftsführende Gesellschafter der GTEC, hat gesagt, dass etwa bis zum Herbst 2021 dann eine Baugenehmigung vorliegen soll. Das setzt natürlich voraus, dass ein qualifizierter Bauantrag auch rechtzeitig vorliegt und dann begonnen werden kann mit dem Bau. Die Fertigstellung hat er etwa fixiert Ende 2022, spätestens im ersten Quartal 2023, wenn natürlich alle Voraussetzungen vorliegen, wenn Kampfmittelbeseitigung positiv war und andere Dinge passen. Aber ich bin sehr froh, dass wir nach langer Zeit der Ausschreibung dann jetzt zu dem Ergebnis gekommen sind und ich freue mich, wenn auf dem Schlossplatz dann ein neu gebautes Hotel stehen wird. Wir haben planmäßig die ganzen Vorbereitungen getroffen. Wir haben erst das Depot in ein Leihdepot transluziert. Wir haben dann den Abriss begonnen, der jetzt gerade noch läuft, der alten Berufsschule. Der hatte sich dadurch noch mal kurzfristig verzögert, dass Asbest dort gefunden wurde. Und dann denke ich, wenn die alte Schule abgerissen ist, werden wir dann mit dem Neubau beginnen können. Wir hatten die letzte Stadtratssitzung am 16. Dezember mit mindestens zwei ganz wesentlichen Beschlüssen. Es gab natürlich mehr, aber zwei ganz wichtige Beschlüsse. Der erste Beschluss war der Haushalt für das Jahr 2021. Wir haben, glaube ich, eine sehr realistische Planung vorgelegt, auch eine seriöse Planung. Und der Stadtrat hat sie auch beschlossen. Es gab natürlich auch aus dem Stadtrat Vorschläge, die auch zum großen Teil mit berücksichtigt werden konnten. Der zweite wichtige Beschluss war der Zusammenschluss des Städtischen Klinikums Dessau und des Diakonissenkrankenhauses hier in Dessau. Also wir haben beschlossen, dass das Städtische Klinikum das Diakonissenkrankenhaus und einige Teilbereiche erwirbt. Und das ist in erster Linie eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger unserer Doppelstadt, deren gesundheitliche Versorgung jetzt doch durch das Nutzen vieler Synergieeffekte noch besser erledigt werden kann, gesichert werden kann als vorher. Und es hat sich gezeigt, dass selbst in diesem Krisenjahr die städtischen Gremien, das sind also insbesondere der Stadtrat und seine Ausschüsse, aber auch Aufsichtsräte unserer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften kontinuierlich gearbeitet haben, sei es mit Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder auch Präsenzsitzungen wie im Stadtrat. Es sind, das darf ich Ihnen versichern, keine wichtigen Entscheidungen oder Beschlüsse liegen geblieben. Und dafür darf ich den Mitgliedern des Stadtrates auch an dieser Stelle recht herzlich danken. Einen ebenso herzlichen Dank richte ich an die städtischen Dezernate und Ämter. Auch diese haben zum Teil unter erschwerten Bedingungen, technische Bedingungen hier im Rathaus, um Infektionsgefahr herabzusenken, unter schwierigen Bedingungen gearbeitet
Und natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger war das mit vielen Einschränkungen verbunden. Und ich darf auch Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem für Ihr Verständnis dafür danken, dass Sie hatten, dass wir eben unter eingeschränkten Bedingungen nicht ständig geöffnet hatten, auf telefonische Terminvereinbarungen zurückgreifen mussten und dergleichen mehr. Aber wir haben es geschafft, weiterzuarbeiten, unsere Stadt weiterzuentwickeln. Und ich fand, gerade bei den Baumaßnahmen, wir hatten ja verschiedene größere Schulbaumaßnahmen, zum Beispiel die grundhafte Sanierung der Grundschule in der Tempelhofer Straße oder auch die Errichtung einer Turnhalle am Gropius-Gymnasium, für die wir lange gekämpft haben. Und das lief nahezu planmäßig. Das war ja auch ganz wichtig für die Auftragsvergabe hier an heimische und regionale Firmen. Als besonders hoffnungsvolles Zeichen für unsere Stadt habe ich angesehen, dass wir 2 neue Kindertageseinrichtungen bauen müssen. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Kapazitäten größer werden. Es gibt viele Anmeldungen von Kindern, die wir zu berücksichtigen haben. Und es ist die Kita, die einmal in der Essener Straße und in der Raguner Straße neu baut, mit einer wundervollen Architektur, wie ich finde, moderne Architektur. Aber auch bei der Schaffung von Spielplätzen sind wir einen Schritt vorangekommen. Es gab die Einweihung und auch die Neubestückung mehrerer Spielplätze. Insbesondere denken Sie zum Beispiel an Korstedt, ein sehr kostspieliges Unternehmen, was aber auch wirklich hohe Qualität hat. Ich glaube, damit tun wir das Richtige, für die nachwachsenden Generationen möglichst gute Bedingungen zu schaffen, die auch die Jugendlichen, die Kinder an unsere Stadt binden und dafür sorgen, dass sie sich auch in unserer Stadt der Sorosso weiter wohlfühlen. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches und bitteschön schöneres Jahr 2021 als das letzte war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.